Die Iden Base GmbH präsentiert Angezapft, der sportliche Business Talk des SV Meppen. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Angezapft, der sportliche Business Schnack. Heute schon Folge 3 der zweiten Staffel. Und wir stehen wieder in Meppen, mitten in Meppen im Industriegebiet. Und heute sind wir zu Gast bei René. René, schön erstmal, dass wir hier sein dürfen bei dir. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Prost, ne? Prost. Tschüss. René, wie geht es dir? Alles in allem ganz gut. Ja. Ein bisschen vielleicht im Urlaubsstress. Ja, aber, ich habe gehört, ihr habt Betriebsferien. Genau. Das heißt, ist gerade so ein bisschen entspannter hier eigentlich, aber wenn dann halt... Eben, einer muss die Stellung halten, das richtig, bin ich. Selbstunständig. Genau, deswegen ist es hier teilweise ein bisschen stressig. Ja. Aber allgemein ist es so, dass in Druckereien die Sommerzeit eine ruhigere ist und da kommt man auch gegen an. Ja. Du hast es eben schon gesagt, Druckereien. Mhm. Wir stehen nämlich heute hier bei der MapPrint GmbH, ein sehr ausgefuchster Name. Ich gehe mal davon aus... Print und Meppen, genau das macht ihr auch, oder? Erzähl mal so ein bisschen was zu eurem Unternehmen. Genau, also wir sind hier halt in Meppen seit ewigen Zeiten ansässig. Mhm. Diese Firma MapPrint ist im Prinzip aus der Firma Druckerei Jansen entstanden. Mhm. Eine der ältesten Druckereien hier aus Meppen. Aus der Zeit wahrscheinlich noch die Heidelberg hinter dir. Genau, also tatsächlich, das ist so ungefähr Baujahr 60 und das ist auch ungefähr das Gründungsjahr der Druckerei Jansen gewesen. Das heißt, mein Vorgänger hat die Firma von seinem Vater vererbt bekommen und ich habe sie dann 2007 weitergeführt. Warst du vorher schon in dem Unternehmen dann aktiv als Mitarbeiter? Oder? Genau, 1993 angefangen, als 16-Jähriger in die Lehre gegangen, mit Unterbrechung meiner Wehrpflicht. Auch immer dabei geblieben und 2007 halt in den Genuss gekommen, die Firma weiterzuführen. Mhm. Somit hat sich das halt entwickelt bis heute hin. Okay. Nun gibt es ja, jeder weiß es, eine ganze Menge Copyshops, Druckhäuser sind weiterer Markt, auch hier in Meppen. Was hebt euch quasi so ein bisschen von den Mitbewerbern ab und warum sollte ich jetzt nicht im Internet bei irgendwem anderes was bestellen, sondern hier bei dir? Mhm. Also erstmal muss man sagen, wo unterscheiden wir uns nicht mehr? Also wir haben in den letzten Jahren in der Druckbranche also wirklich technisch sehr, sehr zugelegt und somit sind die Druckereien, die in diesen Jahren am Markt sind, eigentlich alle auf demselben Level, was die Qualität angeht. Das ist halt einfach ein Standard mittlerweile geworden. Wir drucken nach FORA-Standard, können also die Qualität hier im Hause sicherstellen. Mhm. Und das ist ein Standard, den eigentlich jede Druckerei jetzt hat und somit unterscheiden wir uns, was die Qualität angeht, eigentlich von unseren Mitbewerbern eigentlich nicht mehr. Das ist alles anders. Stichwort Flyer-Alarm, kommt man ja in Deutschland nicht mehr drum herum. Das ist so im Grunde das größte, ist es der größte Anbieter wahrscheinlich schon, oder? Also gibt es da noch andere, die nicht groß, Druckbombe gibt es glaube ich noch und wir machen Druck. Und ja, genau. Also im Prinzip sind das Online-Druckereien, die halt Aufträge fischen vom Markt, wo man sagen muss, ja, kann man machen, ob das immer unbedingt sinnvoll ist, weiß man nicht, denn es gibt da so Datenschutzvorschriften, die da nicht immer eingehalten werden. Ja, wichtig ist immer, man muss eins wissen, wenn man so ein Online-Portal bestückt, muss als allererstes mal eine Druckdatei da sein, die vernünftig passt. Und das, da fangen die Schwierigkeiten für den Laien halt einfach an. Und diese Probleme haben wir halt nicht, wenn wir in unserem Hause arbeiten. Ne? Das heißt, ihr könnt die oder unterstützt die Laien quasi dabei, quasi auch diese Druckdatei vernünftig zu erstellen und so weiter. Genau, das ist letztendlich bei Flyer nicht der Fall. Genau. Da musst du die hochladen, da kannst du, glaube ich, unterscheiden, ob du einen Profi-Scan nochmal haben möchtest oder ob es einfach nur so durchgelaufen werden soll. Das macht euch sicherlich dann halt so ein bisschen aus. Ne? Also genau, man muss immer sehen, sowas lässt sich Flyer-Alarm natürlich zum Beispiel auch bezahlen. Also wenn ich eine Visitenkarte für 7,90 Euro einkaufe und mache den Profi-Datencheck mit 15 Euro, dann weiß ich, wo die Prioritäten liegen. Ja? Das ist so. Und das sind alles Arbeiten, die wir den Kunden halt abnehmen und das sicherstellen, dass die Qualität dann passt. Ja, ja. Das ist schon mal schön. Jetzt stehen wir hier bei dem Videopodcast-Format quasi von Nonsense Server Business Club und du bist ja jetzt im Grunde auch ganz neu im Business Club, so ein bisschen auf Empfehlung deines Kompagnon oder ich sag mal Geschäftsfreundes Markus Brand. Auch nochmal einen schönen Dank an Markus, der das mit das ganze Videopodcast-Format hier natürlich wieder mit der Iden Base GmbH gesponsert hat und unterstützt hat. Ohne ihn könnten wir das jetzt hier auch gar nicht durchführen. Und er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er noch einen Unternehmer hat, bei dem wir uns gerne auch mal vorstellen dürfen. Und hat er dich dann halt angesprochen. Woher kennst du Markus? Wie sind da die Verbindungen? Also zum einen kennen wir uns jahrelang aus privater Hinsicht. Das heißt, wir haben zusammen Sport gemacht. Wir kennen uns halt aus dem Umfeld und sind mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet.
Ja, und diese Zusammenarbeit besteht eigentlich erst seit 3-4 Jahren, als der Markus angefangen hat, seine Plastikkartenproduktion wieder Meppen zu holen. Mhm. Und die unterstützen wir mit Manpower und Know-how. Das heißt also, wir in Teilen übernehmen wir die Produktion dieser Karten und somit haben wir auch ein enges Miteinander. Ne? Mhm. So ist das halt. Ein Geben, ein Nehmen. Ja. Du hast eben schon gerade kurz vorher gezeigt, seine Produktionsstätte ist quasi fußläufig hier 2 Meter hinter dem Gartenzaun erreichbar. Ich habe sogar hinten beide eine Tür, also ist das schon sehr, sehr freundschaftlich. Alles. Absolut. Ja. Also es ist auch so, dass wir auch räumlich zusammen sein müssen für die Prozesse, die da anstehen. Mhm. Und wir brauchen ganz kurze Wege, um schnell reagieren zu können. Der Markus bietet zum einen ja auch einen Express-Service an. Mhm. Somit sind wir halt auch immer Gewehr bei Fuß. Sobald ein Auftrag kommt, der Express laufen muss, geht das auf ganz, ganz kurzem Weg dann nebenan in die Druckerei und somit ist das gewährleistet, dass das rechtzügig passiert alles. Ja. Jetzt, wie gesagt, du bist ganz neu im Business Club. Wie gefällt es dir bisher, dass wir hier mitten am Nachmittag hier bei dir stehen und wohlgenüsslich ein Feierabendbier trinken? Sehr gut, also so kann es bleiben. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja, wie gesagt, nur kurz erst dabei und Corona verhindert ja so ein bisschen auch dieses Vernetzen und so weiter. Also ich freue mich darauf, das in der Zukunft mehr nutzen zu können, wie ich es jetzt mache. Ja. Alles Weitere muss ich ergeben und ja, also Netzwerk ist immer gut, das ist schon der richtige Weg. Ja, vollkommen richtig. Wir als B2B-Unternehmernetzwerk letztendlich mit über 300 Partnern, die aktuell dabei sind, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, letztendlich wären wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen größer geworden, aber Corona hat halt seinen Teil dazu beigetragen, ganz klar. Wie ist denn das bei dir im Unternehmen? Hast du vor allem die Privatkunden? Hast du einen großen Teil Unternehmenskunden? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also hauptsächlich bestücken wir tatsächlich Geschäftskunden mit Werbematerialien, mit Verbrauchsmaterialien wie Visitenkarten, Briefbogen und so weiter. Also richtige klassische Geschäftsunterlagen. Richtig, das, was man tatsächlich im Alltag braucht, um seinen Betrieb im Prinzip am Laufen zu halten. Ja. Sei es das Formular auf der Baustelle oder halt ein Rechnungsformular, ein Endlosformular, was man braucht, um halt weiterzumachen. Das machen wir für Geschäftskunden. Der Privatkundensektor ist sicherlich auch vertreten. Hochzeitskarten und so weiter, alles, was so für die privaten Veranstaltungen halt sein muss, machen wir mit. Mhm. Des Weiteren machen wir im Bereich der Workwear seit kurzem was. Wir bieten unseren Kunden halt Textilien an, die wir personalisieren, entweder mitgebrachte Textilien oder halt von uns selber angeschaffte. Wir besticken, wir bedrucken. Okay, habt ihr richtig Stickmaschinen auch hier und so? Genau, und Textildruckmaschinen? Okay. Machen wir alles zusammen mit der Firma Ivanbase. Ah, okay. Also, die hängt da auch so ein bisschen mit dazwischen. Ja, das ist so unser Gros, was wir machen. Mittlerweile liefern wir 90% unserer Druckprodukte aus. Das ist also auch ein Faktor, den unsere Kunden mittlerweile sehr, sehr schätzen, gerade auch in Corona-Zeiten, wenn wir jetzt mal das Thema Online-Shop aufgreifen. Versand in Corona-Zeiten war eine Katastrophe. Für uns war das überhaupt kein Problem, weil wir täglich jemanden haben, der mit unserem Transporter durch die Gegend fährt und Sachen ausliefert. Also das haben unsere Kunden jetzt schätzen gelernt und ich glaube, das wird sich durchsetzen auf Dauer. Das funktioniert dann aber letztendlich nur dann halt bei Kunden hier direkt aus dem Emsland, wenn man halt... Habt ihr Großkunden darüber hinaus? Oder genau, also wir liefern eigentlich dahin, wo man, das haben wir uns zumindest mal als Grenze gesetzt, wo man in 2 Stunden mit dem Transporter sein kann. Okay. So, den Umkreis fahren wir tatsächlich an. Also aber 2 Stunden, das ist schon eine Menge. Also da hast du ordentlich Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und Holland auch, oder? Ja, in Niedersachsen gehen wir rein Richtung Hannover. Wir haben Kundschaft in Hamburg und Berlin. Das wird aber dann meistens mit der Spedition passieren. Ja. Das lohnt dann halt nicht mehr. Aber im Prinzip fahren wir tatsächlich Kunden bis ins nördliche Ruhrgebiet auch an und liefern pünktlich und geradeaus aus. Ja, okay. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge zu deinem Unternehmen erzählt und so weiter. Wie ist denn das bei dir mit dem SV Meppen? Du kommst aus Meppen, bist gebürtiger Meppner? Genau. Ja, genau. Gebürtig nicht. Ich komme gebürtig aus Twiest, aber wohne seit über 10 Jahren in Meppen. Aber Twiest ist ja letztendlich... Um die Ecke. Um die Ecke, genau. wie ist denn das bei dir mit dem SV Meppen? Ist das für dich auch eine Herzensangelegenheit, den so ein bisschen zu unterstützen? Welchen Stellenwert hat Fußball letztendlich für dich in deinem Leben? Hast du selber mal gespielt? Ja, also früher war der SV Meppen für mich immer ein Konkurrent. Ich bin halt fußballtechnisch beim VfL Emslage groß geworden. Vor Ort oder vor Gemeinde halt damals vom SV. Da waren halt immer Konkurrenzspiele und irgendwann... Da hat man sich da sicherlich dann auch drauf gefreut. Ja klar, gerade wenn man gewonnen hat, kam das mal vor. Und seitdem bin ich halt im Fußball verbunden, seit meiner ganzen Jugend. Also wirklich bis zur A gespielt, dann auch ein paar Herrenmannschaften gespielt und irgendwann... Durch die Selbstständigkeit war es dann halt nicht mehr möglich. Und seitdem bin ich aber dann zum SV Meppen geschwappt, bin auch Dauergast in Meppen und mir gefällt es ganz gut.
wie gesagt, der Aufstieg damals haben wir auch live mitbekommen. Ja. Riesending. Riesending. Ja. Und ja, dass wir dieses Jahr nochmal Glück haben, die dritte Liga zu spielen, passt das natürlich auch. Also letztendlich, man muss auch mal Glück haben. Ne? Ja, also, genau, so sehe ich es auch. Ist, ja, ist, wie gesagt, sportlich war es nicht ganz so toll über Corona, aber gut, jetzt schwamm drüber, vergessen wir. Wir sind auf einem guten Weg. Insofern wollte ich gerade sagen, jetzt sieht es ja auch wieder gut aus. Ja. Die Spiele sind vernünftig zum Start gewesen, auch gerade das Spiel gegen Hertha BSC, wenn man wirklich eine Mannschaft hat, die man am Rande einer Niederlage hatte, da stand ja wirklich im Grunde nur zweimal der Pfosten im Weg. Und wenn es dann schon 2-0 führt, da kann Hertha dann hinten raus, Tor, ne, haben sie sich da vielleicht auch verdient, aber wäre natürlich schön gewesen, aber auch so war die Stimmung natürlich toll und die Jungs haben Selbstvertrauen getankt. Und, ja. Also wir waren da absolut auf Augenhöhe und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja. Wenn diese Form irgendwie archiviert werden kann, dann bin ich auch nicht bange, dass wir da jetzt nochmal in diese Bedrohung kommen letztes Jahr. Ne? Ich glaube auch, dass so eine Mannschaft oder auch so ein Verein daraus lernen kann letztendlich, dass man halt weiß, genau, das ist wieder so ein Schuss vor dem Bug. Ja, und dann haben es alle wieder verinnerlicht und verstanden, okay, das darf jetzt nicht wieder passieren. Mhm. Wir müssen jetzt von Anfang an wieder Gas geben, weil ich glaube, das war nämlich auch so ein kleines Problem letztes Jahr oder in der vergangenen Saison, dass man halt zu lange gedacht hat, ja, okay, wir haben noch Zeit und es kann noch gut gehen und so. Und am Ende fehlte halt genau diese Zeit. Richtig. Und dann ist es nämlich nicht mehr gut gegangen, rein sportlich. Und Die letzten Jahre war es halt immer so, dass man sagen konnte, 6-7 Spieltage vor Schluss waren wir schon safe. Ja. Und das war dieses Jahr nicht so. Und dann fängt irgendwann mal auch dann der Kopf an. Ja. Und ich meine, es sind doch viele junge Burschen dabei, die das zum ersten Mal im Abstiegskampf dann machen sollen. Ja. Und klar, ist das eine tierische Kopfsache. Ne? Ja. Und dann geht der Strudel irgendwann auch nach. Ja, vollkommen richtig. Ja. Gut. Gucken wir mal, wo es hingeht. Hast du einen Tipp für die Ende der Saison? Ich denke, gesichertes Mittelfeld. Nach oben hin sehe ich uns nicht. Da sind andere Leute, noch Mannschaften, doch einen Tacken besser und stärker. Ja. Aber ich sag mal, gesichertes Mittelfeld muss das Ziel sein. Alles andere ist ein Bonus. Ja? Also, gucken wir mal. Ja, und Ziel sollte es auch weiterhin dann sein, den Pokal wieder zu gewinnen, dass man weiterhin DFB-Pokal spielen kann. Richtig, genau. Gerade mit der tollen Erfahrung, die wir dieses Jahr haben. Absolut. Liebe Zuschauer, auch heute natürlich wieder ein wunderschönes Gewinnspiel für euch zu gewinnen. Ganz kurz, ich erkläre gleich, was es zu gewinnen gibt. Du machst einfach mal den Umschlag um, guckst mal rein, was die Frage so ist. Okay. Also liebe Zuschauer, wir haben auch heute wieder ein Gewinnspiel zu gewinnen. Gibt es diesmal wiederum 2 VIP-Karten zu einem ausgesuchten Spiel eurer Wahl. Und der liebe René wird jetzt mal einfach mal die Frage preisgeben. Ich bin gespannt. Das ist auch mir neu. Ja. Also der SV Meppen wurde 1912 als FC Amisia Meppen gegründet. Das weiß eigentlich jeder. Ich nicht. Aber an welchem Tag war das genau? Oh, das weiß ich sogar. Okay, also liebe Zuschauer, ich wiederhole nochmal die Frage. Also 1912 wurde der SV Meppen als FC Amisia Meppen gegründet. Und es gibt aber einen bestimmten Tag in diesem Jahr, so habe ich es glaube ich jetzt verstanden. Mhm, genau. An dem der SV Meppen oder der FC Amisia damals gegründet worden ist. Also einfach eine kurze E-Mail an die gleich unten eingeblendete E-Mail-Adresse schicken und dann werden wir am kommenden Montag unter allen Einsendungen dann wiederum 2 VIP-Karten verlosen und ja, vielleicht habt ihr ja Glück, die Daumen sind gedruckt. Letzte Frage für dich. Wir trinken ja hier auch schon die ganze Zeit wieder Bier. Ja, Prost ja. Erstmal nochmal. Ja. Ganz einfache Frage heute mal. Pilz oder Radler? Oder Alster? Definitiv Pilz. Pilz? Ja. Ja. Ja, ja. Weil? Radler ist gut gemeint, aber... Also auch nicht so mal nach dem Sport oder so? Auch immer Pilz? Nee, also dann muss es ein Pilz sein. Dann eher den Drang zum Alkoholfreien, aber dieses Radler, das ist nicht so meins. Das ist nicht so deins. Hast du irgendwelche Vorlieben? Also wirklich das Bitburger, weil man es hier einfach so trinkt im Emsland? Oder trinkst du auch gerne mal ein Helles oder ein Weizen oder wie auch immer? Also das Bitburger an sich kennen wir ja normale aus dem Stadion und es schmeckt am besten aus 0,4 Pappbechern, das wissen wir alle im Stehen. Nichtsdestotrotz, so aus dem Glas auch perfekt und ein Weizen kommt auch immer auf den Tisch. Ja. Also da bin ich eigentlich wählerisch. Wichtig ist, es muss ein Bier sein und dann passt es schon. Mit Bitburger haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Ich denke auch. Mhm. Also insofern, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Immer wieder. Immer wieder. Okay, das hört sich gut an. Im nächsten Jahr, im April, gibt es ja dann schon wieder Staffel 3. Ob wir dann wieder herkommen, müssen wir dann mal gucken. Aber es kommt sicherlich so ein bisschen auf die Bewerbung drauf an. Natürlich. Ja. Also, liebe Zuschauer, das war schon wieder mit Folge 3 in Staffel 2. Es war mir wieder eine Ehre, so einen tollen Gesprächsgast heute hier zu haben. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Und was soll ich sagen? Ich bin der Timo. Das ist die Ape und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Prost, René. Danke.